Ich freue mich, dass Sie alle da sind und mit uns den heutigen Tag erleben. Für den diesjährigen Dialog haben wir, der Stiftungsrat, ein sehr aktuelles Thema gewählt. Aktuell für unsere Zukunft, unserer Gesellschaft und maßgeblich entscheidend. Kümmert euch um die Jungs. Es geht um die Identitätsfindung heranwachsender junger Männer. Eine Herausforderung in einer Zeit, in der die Gleichberechtigung der Frauen und deren Emanzipation allgegenwärtig sind. Eine Zeit, die von wirtschaftlichen und politischen Unsicherheit überschattet ist. Als Stiftung sehen wir uns in der Verantwortung, heranwachsende Männer auf ihrer Suche nach ihrer Identität und ihrem selbstbestimmten Platz in dieser Welt zu begleiten und zu unterstützen. Nicht nur deren persönliche Entwicklung und gelingende Lebensgestaltung hängt davon ab, sondern auch die Entwicklung unserer Gesellschaft, die in ihrer Gesamtheit nur so stark sein kann wie jedes einzelne Mitglied. Jungen sollen auch ermutigt werden, Gefühle zuzulassen und sie auszudrücken. Indem wir ihnen vorleben, dass Verletzlichkeit und auch die Angst davor natürlich und menschlich sind, fördern wir gesunde Beziehungen und somit auch ein respektvolles Miteinander. Ganz herzlich möchte ich Herr Teunert begrüßen. Ich heiße Sie ganz herzlich willkommen. Als Männerforscher und als Kompassgeber für junge Männer sind Sie Experte Nummer 1 für uns. Herzlich grüßen möchte ich auch Sie, lieber Herr Bauer. Als einer der erfolgreichsten Handballer Deutschlands sind Sie garantiert Vorbild Nummer 1 für viele junge Männer gewesen und sind es heute noch, also ein Influencer. Danke an Sie beide, dass Sie sich die Zeit genommen haben, heute bei uns zu sein. Männlichkeit ist reserviert für das Gesamt an gesellschaftlichen Anforderungen. Der Imperative, die zu erfüllen hat, wer anerkannt sein will in der Gruppe der richtigen Männer. Ihr wisst, was gemeint ist, auch wenn das nicht festgeschrieben steht. Es gibt kein Gesetz, das das einfordert. Und trotzdem, wir lernen es alle. Mal vor 2-3 Jahren lernen wir uns als Jungen zu identifizieren, von Mädchen abzugrenzen. Und wissen, wenn wir echte Jungs sein wollen, dann sollten wir nicht mehr weinen. Dann sollten wir stark sein, auf die Zähne beißen, diesen ganzen Kanon. Meine Erfahrung als Junge, meine Erfahrung als Mann ist immer geprägt von diesem Delta zwischen mir und den Anforderungen. Ich wachse auf in der Gewissheit, ich werde sie eh nie erfüllen können. Sie sind so hoch und so unrealistisch. Also es ist einem Menschen nicht möglich, keine Gefühle der Schwäche zu haben oder zu zeigen. Beispielsweise, also unterdrücken geht und irgendwie so tun, als seien sie nicht da. Ja, aber gesundheitsförderlich ist das nicht. Natürlich war mein großes Glück, dass mein Papa auch sehr sportaffin war, selber Handballer war und uns Kinder, also meine Schwester und mich, sehr früh auch in den Verein eingebunden hat und wir ein Vereinsleben gehabt haben, wo sowohl Männlein wie Weiblein ihre Art hatten und der aufgebaut wurde. Es war klar, am Anfang war früher ein Männersport, aber durch meine Schwester dann auch wurde da und meine Mutter wurde da dann auch der weibliche Bereich mit aufgebaut. Insofern war das ein sehr harmonisches Miteinander nachher schon relativ früh. Wie kriegen wir die Zärtlichkeit zurück in die Männermuskeln? Die Geschmeidigkeit, die Weichheit, die Verletzlichkeit, das schließt sich ja nicht aus. Ja. Aber für mich wäre eher das so der Suchhorizont. Was können wir Jungs anbieten an durchaus kraftvoller, lustvoller, kräftiger Männlichkeit, die aber eben nicht gepanzert ist, sondern durchlässig, weich, ja, Geschmeidigkeit. Als der Julian Nagelsmann da Tränen in den Augen gehabt hat, weil der brennt für diese Sache, der hat wirklich gespürt auch, dass diese Mannschaft, mit der er arbeitet, dass die das verkörpert, was er sehen will und das verkörpert, was auch die Wirkung nach außen war. Und insofern finde ich das
großartig, wenn man so ein tolles Gefühl haben darf. Grundlegend ist die Einsicht, Mannsein und Männlichkeit, Männlichkeitsanforderung sind zwei verschiedene Dinge. Damit inbegriffen die Einsicht, es gibt keine Männlichkeit, die unabhängig von Kulturen und Epochen liegen, die für alle Zeit festgeschrieben werden. Männlichkeit ist eine Erfindung. Es gibt nichts, worauf wir reagieren können. Und die Idee, wir gehen zurück zu einer ursprünglichen Männlichkeit, ist wissenschaftlich einfach nicht haltbar. Das Bedürfnis verständlich, aber nicht wirklich nützlich, weil es gibt dieses eigentliche, urtümliche, richtige einfach nicht. Das heißt, Mannsein ist per Definition ein schwieriges, krisenhaftes, hochdynamisches Unterfangen. Was wir tun müssen, ist aus meiner Sicht, insbesondere unseren Jungs zu sagen, Mannsein ist gestaltbar. Du darfst dich in der Weise auf diese gesellschaftlichen Männlichkeitsanforderungen beziehen, wie es zu dir passt, wie es dir gut tut. Macht Erfahrungen über schlechtere Dinge, die man erlebt hat, also sagen wir mal Niederlage und wenn man Sport spricht und Siege und das Gesamtbild entsteht da. Aber wir müssen denen die Möglichkeit geben, dass sie sich in dem Bereich weiterbilden und unterstützen, dass sie den richtigen Weg für sich machen. Da ich ein Knabe war, rettet ein Gott mich oft vom Geschrei und der Rute der Menschen. Da spielt ich sicher und gut mit den Blumen des Hains und die Lüftchen des Himmels spielten mit mir. Vielen herzlichen Dank, dass ihr zugehört habt und hier auf der Bühne warst. Thank you.